Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Tag 2 von unseren Rückentagen. Heute geht es um unsere aufrechte Haltung und dazu, wenn du einen Topanga hast, brauchst du den Topanga. Ich nehme den grünen Topanga mit 3 Kilo. Wenn du den schwarzen hast, der hat 4 Kilo, kannst du ihn natürlich auch gerne nehmen. Viel Spaß! Du stehst zuerst mal aufrecht, nimm den Topanga zuerst mal auf deine Schultern. So, aufrechte Haltung beginnt wieder bei den Füßen, wie wir gestern schon besprochen haben. Spür deine 3 Punkte am Boden, Großzehenballen, Kleinzehenballen, Ferse. Knie sind ein bisschen durchlässig, weil wenn du die streckst, dann stehst du hier. Also leicht durchlässig, dann hebt sich dein Brustbein und dein Bauchnabel ziehst du so ein bisschen nach innen. Genau, dein Brustbein heben. Und jetzt spür einfach mal das Gewicht auf deinen Schultern. Spür, was passiert mit dem Gewicht. Es zieht deine Schultern leicht nach unten und du merkst, dass dein Rumpf auch die Information kriegt, aktiv zu werden, deine Rumpfmuskulatur. Und jetzt pendel mal ganz leicht nach vorne und zurück. Ups, und spür, was da jetzt deine Rücken- und Bauchmuskeln machen. Wenn du dich aus der Mitte bringst, dann reagieren die Muskeln und arbeiten. Genau, ohne dass du das jetzt willentlich steuern kannst wieder, sondern eher unwillkürlich, wenn du aus der Mitte kommst. Also wenn du mal wackelst heute, dann ist es eigentlich auch genau richtig. Und dann pendelst du mal nach rechts und links. Versuch dein Becken stabil zu halten. Jetzt deine seitliche Rumpfmuskulatur zu spüren. Die ist besonders wichtig, gerade wenn wir älter werden. Die seitlichen Rumpfmuskeln werden gerne schwächer, weil wir die im Alltag nicht so oft nutzen. Jetzt verbinde mal die Bewegungen und versuch, einen Kreis zu beschreiben. Wenn es jetzt wackelig wird, dann ist es genau richtig. Kreise mal auf deinen Füßen. Vorderfuß, Außenseite, Ferse. Sehr gut. Genau, in die andere Richtung kreisen. Andersrum. Über den Vorderfuß, über die Außenseite, über die Fersen. Spannung in der Körpermitte. Und dann ganz langsam wieder zur Mitte einpendeln, sodass du das Gefühl hast, du stehst richtig gut auf beiden Füßen. Nimm den Topanga, nimm ihn mal von der rechten in die linke Hand, lass ihn einfach mal fallen und spür, was die Rumpfmuskeln jetzt machen müssen. Die reagieren, wenn du dich aufrecht fühlst. Und denk immer an die Länge, das heißt, immer das Gefühl haben, am Scheitelpunkt hast du einen Faden, der dich Richtung Decke zieht und dich aufrichtet. Merkst du? Ja. Länge spüren. Und dann lässt du den Topanga wieder in der Hand. Du darfst ihn jetzt einmal rund um deine Taille klemmen. Der hält schon. Nimm ihn einfach so, dass du das Gefühl hast, der hält ganz gut. Lass deine Arme neben deinem Körper und spür jetzt, dass dein Körpergewicht hier ein bisschen tiefer ist. Das heißt, vorher war es oben und jetzt hast du deine Körpermitte, Schultern wieder tief. Und nimm deinen rechten Arm nach oben, atme aus, Schulter zurück, Schulterblatt an die Wirbelsäule und wieder ein. Atme aus, linken Arm und ein. Nochmal. Und immer wieder in deine Körpermitte spüren. Ausatmen. Und einatmen. Beide Arme jetzt nach oben ausatmen, Schultern tief und ein. Und nochmal aus und ein. Beim nächsten Mal kommt dein rechtes Knie hoch. Vorsicht, Körpergewicht verlagern und lösen. Dein linkes Bein. Ausatmen, Aufrichtung, einatmen. Ausatmen, einatmen. Fixier irgendwo einen Punkt in Augenhöhe
Dann fällt es dir auch leichter, die Balance zu halten. Gut. Jetzt aus. Und beim nächsten Mal lässt du dein rechtes Bein oben. Halt, jetzt darfst du ruhig deine Arme zur Seite nehmen, Handflächen zur Decke. Und jetzt schaust du einmal in deine rechte Hand und einmal in deine linke Hand. Und wackelt's? Nein. Nochmal. Und dann bleibst du wieder in der Mitte und fixierst wieder einen Punkt. Super. Arme zur Seite und dein Bein geht jetzt nach hinten. Ausatmen. Und mit dem Einatmen richtest du dich wieder auf. Puh, es darf gerne wackeln. Nochmal ausatmen, zurück. Und einatmen, aufrichten. Immer wieder an die Länge denken. Wenn du oben bist, zieh dich in Faden hier nach oben. Nochmal. Spüre deine Rückenmuskeln, dein Gesäß, Oberschenkel. Weil das sind ganz wichtige Muskeln, die dich auch aufrecht halten im Alltag. Bleib hier und setz dein Bein wieder ab. Puh, der Po ist ganz wichtig. Anderes Bein nach oben. Bleib erstmal hier, deine Arme wieder zur Seite. Deine Schultern sind richtig tief unten. Und jetzt versuchst du mal, deinen Blick zur Decke und zum Boden zu bewegen. Nochmal hoch und nochmal tief. Wackelt's? Gut. Noch einmal. Bleib wieder hier. Bleib hier, Arme neben den Körper. Ich zeige es wieder von der Seite. Atme aus. Komm zurück in die Standwaage und atme ein und richte dich wieder auf. Ausatmen. Komm zurück und einatmen nach oben. Und spür die 3 Kilo um deine Hüfte, in deiner Körpermitte. Jawohl, nochmal. Spür auch wieder dein Gesäß, dein Oberschenkel. Ein letztes Mal noch. Ja, einmal noch zurückgehen. Lang werden und aufrichten und absetzen. Sehr, sehr gut. Einmal deine Beine in die Grätsche nach außen. Nimm den Topanga nochmal um deine Schultern, auf deine Schultern, Handflächen nach außen. Und jetzt merkst du den Unterschied mit und ohne Topanga, oder? Genau, und jetzt verlagere dein Gewicht einmal nach rechts und einmal nach links. Hoch, tief, hoch und ruhig in der Mitte tief sinken und aufrichten. Tief und hoch. Spür die Seite. Letztes Mal. Bleib auf der Seite. Nimm den Topanga, die linke Hand. Und jetzt versuch deine Hand Richtung Fuß zu ziehen und setz wieder ab. Hoch und ab. Vielleicht magst du auch in der Luft bleiben mit deiner Fußspitze. Gut. Schulter tief lassen. Die letzten. Spüre jetzt deine Taille, deine seitliche Rumpfmuskulatur. Letztes Mal. Und
Wechsel die Seite. Andere Seite. Linke Handfläche zu mir. Langen Arm und los geht's. Wenn du möchtest, bleib wieder in der Luft. Gut, geht. Nochmal. Wow, fünf noch. Zwei noch, drei noch, vier und ein letzter und entspann dich. Super, locker lassen, den Tupanga an dein Brustbein nehmen. Kreuz deine Hände, Schultern tief ziehen und jetzt versuchst du, Knie gebeugt lassen, deinen Rumpf nach vorne zu neigen. Und nochmal aufrichten. Nochmal nach vorne. Und nochmal aufrichten. Und spür deine Rückenstreckmuskeln. Aufrichten nochmal. Bleib dann vorne. Bleib hier. Und jetzt lass den Tupanga einfach mal in deine Hände fallen. Nimm ein Bein zurück und jetzt versuchst du, den Tupanga an dein Brustbein zu nehmen. Jetzt wird es ein bisschen anstrengend. Mach dich lang und zieh dein Knie nochmal ran. Nicht viel, ganz kurze Wiederholung. Zwei. Drei. Vier. Letztes Mal noch. Acht und auflösen. Sehr gut. Andere Seite. Erst wieder an dein Brustbein. Aufrichtung. Nach vorne neigen. Und aufrichten. Nochmal. Letztes Mal. Bleib jetzt hier. Tupanga in beide Hände, denk dran, dein Rücken ist gerade, Bauchnabel nach innen ziehen, linkes Bein zurück, lang werden, eins, zwei, geh auch ohne Gewicht, wenn du möchtest, ne? Drei, vier, fünf, sechs, sieben und einmal schaffen wir noch. Acht und entspannen. Super. Tupanga mit geradem Rücken einmal ablegen. Nochmal aufstellen. Schulter locker lassen. Lass nochmal rechts und links ganz locker zurückrollen. Nur deinen rechten Arm ein bisschen größer werden, deinen Ellbogen, beweg deinen Rumpf. Wenn du morgen Bauch und Rücken spürst, ist ganz normal. Wieder locker, andere Seite, locker zurück. Ein bisschen größer, wenn du möchtest, Ellbogen. Gut. Und langsam wieder zurückkommen. Schulter nach hinten unten setzen, rechtes Bein heben. Unterhalb vom Knie fassen und jetzt erstmal hochziehen. Wenn du möchtest, noch ein Stück höher. Und denk an deine aufrechte Haltung. Und das Ganze auch mit der anderen Seite. Hochziehen, aufrichten,
dir sicher bist, dann noch ein Stück höher ziehen. Langsam nochmal lösen, absetzen. Beide Arme nach vorne, rund werden und aufrichten. So richtig genießen jetzt. Letztes Mal aufgerichtet bleiben, deine Arme weit nach hinten ziehen. Stehst auf deinen drei Punkten an den Füßen, die Knie sind ein bisschen durchlässig, Bauch aktiv, Brustbein gehoben. Fühl dich aufrecht, fühl dich gewachsen, atme ein, mach dich ganz lang. Streck dich nochmal in die Aufrichtung. Das kannst du öfters mal am Tag machen, das tut deinem Rücken nämlich so richtig gut. Durchblutet die Muskulatur. Und atme aus und entspann dich.